Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Destroy All Humans. So, Skins wurden gewechselt. Wir laufen heute mal als perfekter Clown rum. Und jetzt gehen wir erstmal ins Cockpit, denn auch das Schiff habe ich schon mal geändert. Denn wir haben noch eine weitere Quest. Also eine Nebenquest, bevor wir hier mit der Kampagne weitermachen. Wir müssen noch dem großen Argwudel unsere Treue zeigen. Das heißt, hier müssen wir jetzt irgendwo landen. Ach, da vorne ist der Landepunkt. Siehst du, wir sind dran vorbeigelaufen hier. Hör auf damit! Ja, hör auf damit. So, denn als Spooky Clown jetzt hier. Ein Mysteron! Gib dich zu erkennen! Gehen wir mal hier. Eine Okkult-Quest machen. Grüße! Das sieht halt klar so scheiße aus. Jimmy, wir müssen diese Radiosendung stoppen. Es geht nicht, dass die Leute wegen Außerirdischen durchdrehen. Mein Leben ist schon unangenehm genug. Glaubst du, ich würde ohne harte Arbeit so gut aussehen? Warum sollte ich wohl in dieser Show sein, wenn nicht, um dir sprichwörtlich den Arsch zu retten? Jetzt entspann dich. Es gibt etwas, was ich gegen diese UFO-Spinner tun kann, die beim Sender anrufen. Du weißt schon, etwas Explosives. Alles, was du tun musst, ist die Verbindung zu stören. Diese Leute benutzen immer öffentliche Telefone. Und der DJ sagt immer am Anfang des Anrufs an, von wo aus sie anrufen. Sie sollten also leicht zu finden sein. Dann kann ich mich an die Auslöschung machen. Verstanden. Der Wald ist nicht der einzige Weg, mein Sohn. Du musst sie nur beim Anrufen stören. Sie müssen nicht sterben. Ja, ja, ich hab eben schon verstanden. Hör mal, du machst dein Ding und ich mache meins. Kapisch? Kapisch. Na gut. Zeit reinzuhören, die Spinner zu finden und sie auszuschalten. Geh sicher, dass die Anrufe abgewürgt werden, bevor diese Leute etwas Belastendes verraten. Es wird für mich nicht schwer sein, sie zu diskreditieren, sobald sie verschwunden sind. Verschwunden? Alien-Infos. Radioshow sucht nach der Wahrheit. Gewagter Anrufer Radio-Debüt. Will die Wahrheit hinter oder Außerirdischen und UFOs aufdecken. Willkommen zurück. Sie haben unsere Lausche. Außerirdische Eroberer, Mythos oder Realität eingeschaltet. Wir würden gerne hören, was Sie, unsere Zuhörer, dazu zu sagen haben. Aber zuerst möchte ich unseren bekannten Gast vergessen. Mr. Guru Shama Lama, den Anführer eines recht neuen Phänomens namens Arkwudel-Kult. Mr. Guru, sagen Sie mal, warum sollen wir diesen Arkwudel anbeten? Weil Arkwudel der Herr des heiligen Gehänges ist. Seine Liebe kennt keine Grenzen. Ja, ja, was bitte fahren Sie fort. All jene, die Arkwudel als ihren persönlichen Gott und sexuellen Geier akzeptieren, erlangen nie gekannte sexuelle Fähigkeiten und Wohlstand. Unter seinen jüngsten Eroberungen ist zum Beispiel der Planet der Huris. Dort hat er eine Spezies von weißen Weltraumrosinen verführt. Faszinierend. Und es wird Zeit für unseren ersten Anrufer. Joff ruft von der Soho Bridge aus an. Hey Joff, was geht ab? Haben Sie eine Geschichte über Arkwudel, die Sie mit uns teilen wollen? Ich bin von Außerirdischen entführt worden. Sie haben mich in Ihr Raumschiff geholt. Sie meinen sicher Raumschiff? Nein, es war eine große, schwebende Konstruktion aus Schilf und Bast. Ich habe geschlafen, aber die Außerirdischen haben mich geweckt und haben mir gesagt, sie hätten mich wegen meiner außergewöhnlichen körperlichen Fitness auserwählt. Und ich dachte so, meine Güte. Wie soll jemand die Labour-Partei ernst nehmen? Ich meine, sie hat schon quasi Lava im Namen. Seltsam. Ich glaube, von diesem Jeff habe ich schon mal gehört. Er hat Arkwudel vor ein paar Wochen ganz schön Stress gemacht, als er aus einer psychischen Heilanstalt ausgebrochen ist. Vielleicht haben die Wärter es ja geschafft, ihn vom Telefon wegzuzerren. Faszinierend. Erstaunlich. Bleiben Sie dran für mehr über außerirdische Eroberer. Fakt oder Fiktion? Unser nächster Anrufer ist Robert. Er ruft vom Parliament House an. Sagen Sie mal, Robert, Sie sind kein Bekloppter, oder? Nein, eigentlich bin ich Beamter. Da haben Sie ja gerade alle Hände voll zu tun, oder?
Aber warum rufen Sie an? Astrale Projektionen? Besuch von fremden Wesen? Ich glaube, so könnte man es nennen. Einen Besuch. Es war vor 10 Jahren. Ich habe gerade meine Rosen gestutzt. Im Frühjahr sind sie wirklich zauberhaft. Es gibt nichts Vergleichbares. Ja, fahren Sie fort. Oh, richtig. Nun, ich habe von meinen Rosen aufgesehen und da war er. Ein kleiner grüner Mann in einem Weltraumanzug. Er starrte mich mit großen Glubschaugen an und winkte wie ein Verrückter. Hallo? Hallo? Schon wieder ist die Verbindung unterbrochen. Offenbar haben wir kein Glück mit den Anrufern. Aber vermutlich war seine Probe auch am Ende nur Hundekacke in einem Gefrierbeutel. Unsere nächste Anruferin ist Cynthia. Sie ruft vom Hyde Park aus an. Willkommen in der Sendung, Cynthia. Und um Gottes Willen, bitte seien Sie nicht verrückt. Rod, es ist eine bekannte Tatsache, dass Leute, denen Außerirdische begegnen, dazu neigen, den Verstand zu verlieren. Sie sind mental gar nicht dazu in der Lage zu erfassen, dass es noch höhere Mächte da draußen gibt. Abgesehen natürlich von dem unsichtbaren, allmächtigen, bärtigen Vater am Himmel, der über jeden unserer Schritte urteilt. Jeff und Roberts Leitungen wurden nicht unterbrochen. Nein, sie sind verschwunden. Und mich zumindest überrascht. Das Fass! Es ist voller Sporen! Dann gehe ich davon aus, dass wenn Sie, Cynthia, geistig gesund sind, Ihnen keine Ausreden begegnet sind. Warum rufen Sie dann an? Oh, ich bin ziemlich gesund, was das angeht. Aber dennoch habe ich tatsächlich Außerirdische getroffen. Ich war aber in der Lage, den psychologischen Folgen zu widerstehen. Vor allem mal die Tatsache, dass ich mir fast mit außerirdischen Sporen vorgestellt habe. Mitten im Heimfall. Jeder ist eingeladen, sich das mal selber anzusehen. Und da sind wir wieder. Im Namen des Managements. Irgendwas habe ich jetzt nicht geschafft. Achso, den letzten Anruf habe ich nicht getötet, ja. Das war jetzt eigentlich ein bisschen schwer gegen Ende. Na gut, das möchte ich aber nochmal wiederholen. Ist ja nicht das Ding. Dann machen wir es doch nochmal, Gaudi. Das dürfte ja nicht so schwer sein, aber... Es war gar nicht so einfach, wie ich es eigentlich gedacht hatte. Das heißt, zuerst müssen wir nur zwei Anrufer töten. Den einen müssen wir überzeugen. Den zweiten müssen wir... Blups, ne? Gehirn muss raus. Und den dritten... Naja, das wird ein bisschen schwieriger, weil wir ja da noch die Dinger zum Expedieren bringen. Das heißt, wir müssen dann auch in der Nähe des Heizparks dann sein. So, dann gucken wir doch mal. Ein paar Fragen stellen. Wir skippen das jetzt ganz schnell durch. Das hatten wir eben alle schon. So, dann wollen wir noch mal gucken. Willkommen zurück. Sie haben unsere Sendung zum Thema Außerirdische Eroberer, Mythos oder Realität eingeschaltet. Wir würden gerne hören, was Sie, unsere Zuhörer, dazu zu sagen haben. Aber zuerst möchte ich unseren bekannten Gast, Mr. Guru Shama Lama, den Anführer eines recht neuen Phänomens namens Arkhudelkult. Mr. Guru, sagen Sie mal, warum sollen wir diesen Arkhudel anbieten? Weil Arkhudel der Herr des heiligen Gehänges ist. Seine Liebe kennt keine Grenzen. Bitte fahren Sie fort. All jene, die Arkhudel als ihren persönlichen Gott und sexuellen Befreier akzeptieren, erlangen nie gekannte sexuelle Fähigkeiten und Wohlstand im Schritt. Unter seinen jüngsten Eroberungen ist zum Beispiel der Planet der Huris. Dort hat er eine Spezies von weißen Weltraumrosinen verführt. Faszinierend. Und es wird Zeit für unseren ersten Anrufer. Joff ruft von der Soho Bridge aus an. Hey Joff, was geht ab? Haben Sie eine Geschichte über Arkhudel? Hallo? Hallo? Joff scheint aufgelegt zu haben. Das ist ja seltsam. Ich glaube, von diesem Joff habe ich schon mal gehört. Er hat Arkhudel vor ein paar Wochen ganz schön Stress gemacht, als er aus einer psychischen Heilanstalt ausgebrochen ist. Vielleicht haben die Wärter es ja geschafft, ihn vom Telefon wegzuzerren. Faszinierend. Erstaunlich. Bleiben Sie dran für mehr über außerirdische Eroberer. Fakt oder Fiktion? Unser nächster Anrufer ist Robert. Er ruft vom Parliament House an. Sagen Sie mal, Robert, Sie sind kein Bekloppter, oder? Nein. Hallo? Hallo? Doch, jetzt ist er Bekloppter.
Offenbar haben wir kein Glück mit den Anrufern. Aber vermutlich war seine Robot am Ende nur Hundekacke in einem Gefrierbeutel. Unsere nächste Anruferin ist Cynthia. Sie ruft vom Hyde Park aus an. Willkommen in der Sendung, Cynthia. Und um Gottes Willen, bitte seien Sie nicht verrückt. Es ist ein... Oh mein Gott, was ist das? Rod, es ist eine bekannte Tatsache, dass Leute, denen Außerirdische begegnen, dazu neigen, den Verstand zu verlieren. Wir sind mental gar nicht dazu in der Lage zu erfassen, dass es noch höhere Mächte da draußen gibt. Wir sehen natürlich von den unsichtbaren einen Vater am Himmel, der über jeden unserer Schritte rückkommt. Roberts Leitungen wurden nicht unterbrochen. Nein, sie sind verschwunden. Komm schon. Dann gehe ich davon aus, dass wenn Sie, Cynthia, ganz gesund sind, keine Ahnung. Ich hab's gefunden! Es ist meins! Außerirdisches Leben! Die sehen es hier zu Ihnen! Da sind wir wieder! Im Namen des Managements. Hat es jetzt geschafft? Jetzt habe ich es geschafft. War aber ein bisschen knapp. Gut, ich glaube, ich hätte die Dinger einfach nur wegschmeißen müssen. Na gut, wenn ich sie weggeschmissen hätte, wäre auch wieder blöd gewesen, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber so ging es ja jetzt auch. So, jetzt können wir mal gucken, was wir jetzt noch an Quest haben. Ach, direkt wieder in den Park voraus, na dann. In Ordnung. Oh, ja, die Fremden. Gepriesen sei Arkwudel. Offenbar brauchen wir ein paar neue Anhänger. Ideen? Wir könnten die Straßen mit Flugblättern und Plakaten vollballern. Das Problem dabei ist, die örtliche Kunstszene ist wirklich lahm. Wir bräuchten etwas, das wirklich groovy ist. Ja, ich sehe das Problem. Ich hab's! Der Freak! Der könnte das machen! Der Freak? In was reitest du mich da schon wieder rein? Du musst nach Bay City gehen und den Freak finden. Seine groovy Kunst ist genau das, was wir brauchen. Na gut, Bay City wird gemacht. Aber wo genau finde ich ihn da? Er hängt normalerweise in Hushbury rum, gegenüber von Golden Gate Park. Wudel mit dir, Sohn des Wudel. Okay. Einmal rüber nach Bay City. Na dann gehen wir noch mal rüber nach Bay City. Was ist hier? Ein Franzose! Was ist sie doch? Ein Franzose! Warum? So, Navi kommen. Einmal nach Bay City. Das dürfte ja nicht das Problem sein. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Und dann fragen wir noch den Freak nach Kunst. Wollt ihr ein wenig Action? So, ich denke mal, dass er mir hier jetzt angezeigt wird. Verarscht mich, macht, dass es aufhört! Ah! Hilfe! Was ist hier los? Auch wenn es jetzt keine saubere Ausnahme ist. So. Geh weg, Mann! Du kannst meinen Schmerz nicht nachvollziehen! Shama Lama sagt, du hättest künstlerisch was drauf. Brauchst du einen Job? Auf keinen Fall! Ich bin total down! Ich tauge gerade nichts! Okay, ich lass mich drauf ein. Was ist denn los und was muss ich machen, damit ich Poster bekomme? Du würdest sie ja sowieso nicht wollen, Mann. Alle hassen meine Sachen. Ist das hier eine private Selbstmitleidsparty oder kann jeder mitmachen? Du verstehst mich nicht, Mann. Niemand versteht das. Es ist eine Qual. Stimmt. Deine Lage ist in der Geschichte der Menschheit absolut einzigartig. Schau mal, deine Bilder sind überall in Hashbury zu sehen, oder? Wenn die Leute sie echt hassen würden, würden sie doch drüber malen oder draufpinkeln oder so.
Ha! Du willst wissen, was die Leute von meinen Werken halten? Gut, ich zeig's dir! Mhm. Folge dem Freak. Ja, und jetzt? Das hab ich gemacht, Mann! Alles! Na, bis auf den Pissfleck da, ignoriert den! Was macht... Oh Gott! Oh, cool. Wow. Aber hallo! Die steigert sich da echt rein! Verdammt, wir müssen weitermachen! Na gut! Wow. Groovy! Bilde deinen Liebeszug und folgt mir! Okay. Du bist auch high? Abgefahren! High bin ich noch nicht. Schaut euch das an! Ich habe Tage damit zugebracht, diese Poster zu machen. Wow. Ja, Mann, wow. Super! Jeder ist am Grooven! Das muss an meiner Kunst liegen. Oh, cool. Was denn? So langsam wünschte ich, ich hätte mehr als nur ein Bild gemalt. Wo ist da die Vielfalt? Okay. Verdammte Flashbacks. Blaumiesen! Oh. Blaumiesen! Was? Okay. Nicht fragen, einfach akzeptieren. Habt ihr dieses Wandgemälde gesehen? Kapiert ihr das? Die Leute heutzutage wissen Kunst einfach Alter, nicht mehr zu schätzen. Hilfer. Ich habe ungefähr genau was? Gar keine... Was auch immer, Mann. Man kann sich auch... Oh yeah! Yeah! Groove on, baby! Das ist meine Art Kunst, siehst du? Fühlt sich das nicht gut an? Cool. Wisst ihr, die Leute verbinden echt was mit meiner Kunst. Ja, immerhin habe ich dieses Mal noch meine Unterwäsche an. Ich komme in dieser Kunstszene echt voran, Mann! Bald wird jeder meinen Namen kennen! Okay. Siehst du? Eine Menge Leute lieben deine Kunst. Du lebst den Traum, Baby. Es ist eine verdammte Inspiration. Boah, Mann! Wer hätte gedacht, dass die Leute so auf Kunst stehen? Das ist unglaublich. Ich habe mich nie so geliebt und akzeptiert gefühlt, als hätte ich eine Daseinsbe... Ja gut, der Moment ist vorbei. An die Arbeit. Und jetzt genug mit dem Selbstmitleid und mal mir ein verdammtes Poster. Das ist gerade viel verlangt, Mann. Ich komme gerade nicht so gut an Künstlerbedarf. Ach ja? Hey, warum überrascht mich das nicht? Nacktheftchen, Konfiszierung, du weißt schon. Aber der Wudel wird mir beistehen, oder? Du kannst den Kram für mich finden. Zeig der Welt, dass man Kunst nicht unterdrücken kann. Was sagst du? Juhu. Die Leute sollten mein Werk lieben. Ich bin ein goldener Gott. Okay, Kunstmaterialien. Und damit auch noch Leute töten. Das werden wir hinkriegen. Ah! Kann ich eigentlich doch den Körperfresser auslassen? Ja. Leg dich nicht an. Oh. Ich werde lieben. Okay, gut. Wir haben damit Menschen getötet. Jetzt. Kleine grüne Mist, der kahlköpfigste Hippie, den ich je gesehen habe. Ich bin doch kein Hippie-Mensch. Was ist los? Sag mir, was hier passiert. So, da hinten haben wir nochmal. Hendo! Irgendwo? Ah, hier. Darf doch mal. Rettet euer Leben! So, die nächsten kommen sofort. Sie müssen mit aufs Revier kommen. Nee, ich muss doch nicht aufs Revier. So, und zack. Haben wir die. Na, ich denke, ein bisschen fest. Tschüssi. Und fertig. Wir haben Kunst gemacht.
Und nochmal ein bisschen Bogenenergie. Mit Revelate kannst du nicht landen. Argwoodle ist der Weg. Okay, gut. In Bay City haben wir nichts mehr. Gut, dann wieder zurück. Einmal kurz ein Navi machen und ja, schnell erreichen. Da müssen wir noch schauen, ob wir da noch irgendwie was haben oder nicht. Da wäre ja schon nicht so verkehrt. Oder etwa doch? Nee, wäre es nicht. So, jetzt haben wir hier eine neue Quest, die wieder im Park ist. Gut, aber ich werde mich erstmal in Sicherheit bringen. Schön mit matschige Füße. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.